Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Ori and the Blind Forest. Das Spiel ist so schön und so deprimierend zu gleichen Maßen. Schwarzwurzelgänge. Ich weiß gar nicht, ob ich hier lang will. Aua. Wo muss ich denn eigentlich hin? Okay. Da kann ich doch bestimmt irgendwie. Ah, okay. Da hätte ich wohl nicht hochgesollt oder vielleicht doch, aber. Ja. Was war dran gestanden? Ah, da kann man dann nach unten gucken. Leute, ich sehe nichts. Ich habe gerade irgendwie den Ding verpasst. Ich wollte eigentlich hochspringen. Ah. Ich wollte eigentlich gerade gucken, ob ich hier nur irgendwo langkomme. Da zieht es mir immer hinten in die Ecke rein. Wenn ich hier springe, seht ihr? Dann zieht es mir immer hier in diese Ecke rein. Ah, okay, da geht es nirgendwo lang. Alles klar. Ich weiß nicht. Ich möchte ungern nochmal die Dinge anschauen. Wenn. Ah, ach so, das gibt auch Leben zurück. Okay. Alles klar. Stimmt, da war was. Ach, wie komme ich jetzt hier lang ohne. Au! Nix da! Du triffst mich nicht. Okay. Natürlich. Ich habe keine Ahnung, wo ich hin muss. Okay. Da bin ich mal. Ja, einfach mal zersprungen. Ach Gott. Kann ich denn. Moment, das ist die Karte. Finde den. Ihr habt den Geisterbaum immer noch nicht gefunden? Ich dachte, der war hier. Ja, seht ihr da oben, wenn ihr nicht hinkommt. Hohlhain, finde den Geisterbaum. Schwarzwurzelgänge. Waldsenke. 56% erst. Oh, leck mich doch. Ach so, ich wollte eigentlich nach der Steuerung gucken. Moment. Ah, man kann die Schwierigkeit im Nachhinein, wenn man sich besser fühlt, umstellen. Hilfe und Optionen. Steuerung. Lichtstrahl. Lichtstrahl. Ori bewegen, Menü bedienen. Lichtstrahl kann ich scheinbar noch nicht. Scheinbar kann ich noch keinen Lichtstrahl. Ja, kann ich jetzt mal? Natürlich, ich bin wieder zu weit vorgegangen. Ich habe keine Ahnung, wo ich hin muss, Leute. Ah, oh, Scheiße. Fähigkeitenpunkt. Juhu! Ja, ich würde. Ich kann nicht. Oh Gott. Ich habe keine Ahnung, wo ich hin muss. Ich muss irgendwie da unten hin, aber ich habe da gerade Stacheln gesehen. Ich will da jetzt nicht schon wieder runter. Wieso kann ich hier den Fähigkeitenbaum nicht auswählen? Ich verstehe es nicht. Leute, das Spiel macht mich gerade sehr mürbe im Hirn. Es deprimiert mich.
Ich hatte gerade. Komme ich da wenigstens rüber? Toll, jetzt bin ich wieder hier und von hier aus weiß ich nicht, wie weit ich kann. Zack, und wieder voll rein. Da komme ich auch nicht lang. Irgendwas attackiert einen hier. Also wenn man hier feststeckt, kommt man auf jeden Fall nicht mehr raus. Jo. Ach Gott, ich peil's nicht. Ich komme gar nicht zurecht damit. Das ist echt übel. Ich habe keine Ahnung, wie lange ich das Spiel spielen werde, weil wenn das noch mehr so frustrierende Level gibt, dann werde ich das wohl anhand meiner tollen Geduld nicht so lange spielen. Vor allem, ich komme hier nicht einmal auf die Dinger auf. So. Da komme ich ja schon mal runter, das ist ja kein Problem. Da komme ich auch rüber, das ist auch kein Problem. So, jetzt habe ich den Fähigkeitenpunkt. So, jetzt habe ich das Spiel einmal gespeichert. Jetzt weiß ich aber nicht, wo ich noch hin kann. Lässt die meisten einsammelbaren Gegenstände auf der Karte erscheinen. Das Erstellen einer Seelenverbindung stellt eine Lebenszelle wieder her. Funkenflamme erhöht die Stärke deiner Geister. Oh, ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Ich habe keine Ahnung. Boah, ich habe sowas von keine Ahnung. Vor allem, ich wüsste halt nicht, wie ich hier lang soll. Und jetzt? Boah, ich sehe halt nichts. Und jetzt? Was mache ich jetzt? Ich habe keine Ahnung. Nein! Nein! Oh, fick dich! Das Spiel frustriert mich. Da kann ich ja, glaube ich, nicht rüber, gell? Okay. Da kann ich, glaube ich, auch nicht rüber. Nein! Oh Gott. Ich habe auch keine Ahnung, wie ich die Dinger hier aktivieren soll. Oh, fick dich! Und gleich wieder reingefallen. Oh, das gibt's doch nicht! Es tut mir leid, dass ich jetzt hier gerade so rumfluche, aber das ist echt übelst schwer, das Spiel. Und wie gesagt, ich will nicht wissen, wie das dann auf leicht, auf schwer ist. Oder auf mittel. Wenn es jetzt auf leicht schon so kackenschwer ist. Ich bin einfach so schlecht in solchen Games. Also versuchen wir es nochmal. Okay. Jetzt müssen wir zu dem anderen hin. Nein! Ich schmeiße jetzt unter Controller weg. Und dann ist das Spiel für mich gestorben. Wie schaffen dann die Leute das da mit einem Leben durchzu? Das verstehe ich gar nicht.
Das frage ich mich echt. Das Licht vom Geisterbaum, es war ein Geschenk von uns. Es wurde Naru überreicht, die an unserer Seite stand. RT, um Gegenstände aufzunehmen. Muss ich das jetzt zurücktragen, oder was? Ernsthaft? Und jetzt, was mache ich jetzt hier? Muss ich das jetzt die ganze Zeit durch die Gegend schleppen? Ernsthaft? Gott bewahre. Du kannst nur am Boden. Ich muss ja fast. Sonst muss ich ja wieder hier hinter. Also muss ich ja hier fast. Speichern. Oh, leck mich am Arsch, ist das schwer. Oh, fick dich! Du scheiß Kacken! Ich hasse Spinnen! Wenn ich etwas hasse, dann sind es Spinnen. Und wenn ich es kann, töte ich sie immer. Ah, nein. Fick dich, du scheiß Spinne. Wenn ich könnte, würde ich dich töten. Ich habe ja nur keine. Also nochmal von vorne. Mann, ist das frustrierend. Ah, oh, fick dich! Schmeiß jetzt dann gleich den Controller weg. Also ich weiß nicht, da gibt es bestimmt Leute, die rushen da in das Spiel so richtig durch, so wui und fertig und ich stehe hier da und fluch hier umeinander und weißt du, es ist so schön, aber es ist so frustrierend. Ich sage ja, das Game, das werde ich nur spielen, wenn ich da wirklich Bock drauf habe, weil es kann sehr gut sein, dass ich es nicht lang spielen werde. Au! Ich trinke jetzt erstmal einen Schluck Kapo, bevor ich nämlich das Spiel verfluche und gleich deinstalliere. So. Jetzt haben wir sie halt einen Cappuccino-Mund, den sieht Gott sei Dank niemand. So. Schokoladen-Cappuccino. Hui! Also nochmal vorne. Natürlich, die Spinne ist auch wieder da. Oh Gott. Für wie lange das halt jetzt halten wird, gell? Ein großes Geisterlichtgefäß gefunden. Es wurde zu deinem hinzugefügt. Finde dir weitere Geisterlichtgefäße, um schnelle Fähigkeitenpunkte zu sammeln. Ach Gott. Ich sollte mal speichern.
Wäre sehr von Vorteil. Wie zur Hölle will ich das hier schaffen? Au! Boah, das ist echt mies. Jetzt weiß ich schon, warum ich da vorher nicht lang gekommen bin. Au! Natürlich. Nein! Klar! Alle Leute mögen das witzig finden, ich find's nicht witzig. Das macht keinen Spaß. Ich trau mich gar nicht weiter zu hupfen. Und jetzt? Au! Natürlich! Leute, das macht mich so fertig, das Spiel. Das gibt's doch nicht. Ich kann ja da mal irgendwie was großartig erzählen, weil ich die ganze Zeit hier am Ablosen bin und mich das so mega frustriert. Jetzt habe ich das Ding gefunden, ich weiß endlich, was ich machen muss und dann kacke ich hier am Schluss, bin endlich drüben und kacke dann doch nur ab. Und jetzt, ja, komm, komm, Nommel, komm, weil es so Spaß macht. Und zack, und Nommel, komm. Das habe ich jetzt auch bloß gemacht, damit ich wieder oben bin. Ach Gott. So, and again, and again, and again, and again. Und ja, ich bin wieder runter. Ich frage mich echt, wie die Leute sowas spielen können. Wie gesagt, die Storys sind übelst geil bei solchen Games, aber die Games sind immer so anstrengend. Und ich habe mich früher über Mario gewundert, gell? Da war ja Mario noch total easy. Super Mario! Ja, Mario und Luigi. Ja, genau! Oh, flieg halt, nein! Ach, komm, flieg dich. Ah, Gott. Es ist so schön. Aber das macht halt diesen Schwierigkeitslevel. Ich spiel's auf leicht. Macht diesen Schwierigkeitslevel nicht leichter. Ah, komm. Ja, natürlich könnten das manch andere ohne Probleme machen. Die würden dann einfach in totaler Kleinigkeit und ohne große Schwierigkeit würden die das schaffen. Aber ich nicht. Ja, genau, schmeiß mich nur runter. Ich mache jetzt eine Aufnahmepause, weil sonst... Ich mache jetzt eine Aufnahmepause von dem Game, weil sonst drehe ich echt nicht durch. Ich glaube, ich spiele jetzt mal wieder Super Mario, das ist irgendwie leichter. Da rege ich mich irgendwie auch nicht ganz so sehr auf. Tja, ja. Jetzt kommt der geliebte Endscreen. Ui. Ah, vielen Dank trotzdem fürs Zuschauen. Es tut mir leid, dass ich in dem Game so ablose. Also, ja. Ah, Gott. Tja, vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder. Wenn ihr die Abo-Glocke drückt, könnt ihr auch nichts mehr verpassen. Und ich sage bis dahin danke fürs Zuschauen und ade. Maschi.